Canon, Sony, Panasonic, alle drei Hersteller bieten unterschiedliche Varianten von PTZ-Kameras an, haben hierfür unterschiedliche Ansätze für dieses Auto-Tracking geschaffen und diese schauen wir uns heute einmal an. Wir haben zum einen die CN700 von Canon, wir haben die SRG A40 von Sony und ganz außen die Panasonic AWUI80. Angeschlossen haben wir das Ganze per PoE++-Switch, um das Ganze über unseren Rechner zu steuern. Und das HDMI-Signal greifen wir ab, um euch das Auto-Tracking-System der jeweiligen Kamera auch in Action zu zeigen. Wie das Ganze auf dem Rechner aussieht, das zeigen wir euch jetzt einmal und stellen euch das Ganze vor. Bei Sony ist das alles schon implementiert, sobald man die Kamera kauft. Da ist die Software inkludiert. Bei Panasonic ist es komplett standalone, die Software separat. Und bei Canon per Add-on im Webinterface. Ich würde sagen, wir starten einmal mit der Sony-Software. Ja, Sony bringt eine Web-App mit, die sehr übersichtlich gestaltet ist. Im Prinzip startet man mit den Auto-Framing-Einstellungen in der Ersteinrichtung. Mhm. Das Einzige, was man tun muss, ist Körpergröße einstellen, die gewünscht ist. Und wo soll das Tracking wirklich erkannt werden? Wir nehmen einfach mal den gesamten Bereich. Und wenn die Person diesen Bereich verlässt, habe ich jetzt mal eine Wartezeit von 5 Sekunden eingestellt, bis die Kamera wieder zu diesem Gesamtbild zurückkehrt. Dann gehen wir wieder in den Live-Modus und starten das Auto-Framing hier mit dieser blauen Schaltfläche. Wir haben festgestellt, alle Personen, auch Bilder im Hintergrund von Personen, werden erkannt. Erfasst wirst du in deinem grünen Rahmen und sobald ich mit der Maus auch im Live-Bild auf eine andere Person klicke, dann wird die weiterverfolgt. Justieren kann man später auch während des Framings immer noch Kleinigkeiten, Feinheiten. Alles andere übernimmt jetzt die KI. Wir haben hier tatsächlich eine Plug-and-Play-Lösung, die natürlich insbesondere wahrscheinlich für übersichtlichere Bühnen, Universitäten etc. sehr attraktiv sein kann. Natürlich vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle, aber eben nicht die Einstellungsmöglichkeiten bietet, die wir vielleicht noch haben wollen. Jetzt gucken wir uns nochmal die anderen Produkte an, was Panasonic und Canon denn in Sachen Software mit sich bringt. Ja, von Canon haben wir die Web-Oberfläche etwas anders gestaltet. Zum einen lassen sich wie bei allen Kameras die Pan-Tilt-Bereiche oben, unten, links, rechts limitieren. Zum zweiten kann man den Bildausschnitt wählen, zu dem die Kamera nach einer bestimmten Zeit, so wie hier auch 5 Sekunden, zurückkehrt. Was uns Canon zusätzlich bietet, wäre ein Bereich, der für den Anwender so interessant ist, dass er immer im Bild sein sollte. Zum Beispiel, wenn hier ein Slogan oder ein Monitor ist. Wenn du diesen Bereich verlässt und aus dem Bild gehst, dann bleibt die Kamera in diesem Bereich geframed und kehrt nicht in ihre Startposition zurück. Der Rahmen kann beliebig angepasst und positioniert werden. Es gibt eben diesen Prioritätsbereich, der immer im Bild sein soll. Sprich, ich werde verfolgt, aber ich werde nie so weit verfolgt, dass diese Priority Display Area, wie das Canon hier nennt, quasi aus dem Blick geht. Genau. Ganz interessant ist noch eine Funktion, das ist ein Bereich, in dem du dich bewegen kannst, ohne dass die Kamera sich bewegt. Dann gucken wir uns das doch ganz kurz mal an. So, sofort hat mich die Canon auch erfasst. Sobald ich in diesem Bereich bin, kann ich jetzt hin und her wackeln, kann mich bewegen, kann ganz normal agieren und die Kamera schwenkt eben nicht immer in großen Dimensionen mit, obwohl ich jetzt mein eigentliches Blickfeld ein bisschen verändere. So, sobald ich den Bereich verlasse, fängt natürlich die Kamera wieder an, mich zu tracken, mich zu verfolgen und das zu tun, was sie tun soll. Gut, dann gucken wir uns jetzt zu guter Letzt nochmal Panasonic an mit der Standalone-Software, also eben nicht in dem Web-Interface. Wir schauen uns hier die Software AWSF100 an. Das ist eine Software, die gedacht ist für die Auswahl einer Kamera. Es können verschiedene Kameras mit dieser Software genutzt werden, aber immer nur eine zurzeit. Im Gegensatz zu den anderen Kameras hat die Software die Möglichkeit einer Gesichtserkennung mit hinterlegten Bildern. Aus dem Video heraus lassen sich einzelne Personen tracken. Im ersten Schritt können wir so viele Fotos wie möglich aufnehmen aus unterschiedlichen Perspektiven, damit eben die Kamera im Nachgang mich aus unterschiedlichsten Protagonisten immer wieder herausfiltern kann. Das Tracking startet
nachdem man die Settings gewählt hat, automatisch. Mhm. Wir können auch hier wieder einstellen, ob, wenn die Person das Bild verlässt, nach wie vielen Sekunden zurückgekehrt werden soll in die Home-Position, ein Empfindlichkeitslevel und natürlich die Begrenzung, in welchem Bereich getrackt werden soll. Wir hoffen, wir konnten euch schon mal einen groben Überblick über die unterschiedlichen Softwarelösungen der unterschiedlichen Hersteller bieten. Wir haben drei vollkommen unterschiedliche Ansätze, die alle drei ihre Vor- und vielleicht auch Nachteile haben. Zum einen haben wir von Sony, wo die Kamera KI-basiert arbeitet, eine sehr simple Software. Wir sind in der Lage, per Plug and Play die Kamera anzuschließen und nach dem Durchlaufen von den 5 Einrichtungsschritten sind wir eigentlich auch schon ready to go. Canon bietet eine sehr intuitive Softwarelösung. Wir sind sehr schnell startklar, wir durchlaufen einige Schritte, haben definitiv mehr Möglichkeiten als bei der Sony Software. Die Optik der Software ist sehr gelernt. Wir haben unterschiedliche Toggle-Buttons, die die Einrichtung sehr komfortabel machen. Die komplexeste Software bringt Panasonic mit sich. Wir haben zum einen die Möglichkeit, die PTZ-Kamera zu steuern. Zum anderen haben wir auch die Möglichkeit, das Auto-Tracking über diese Software zu steuern. Der größte Unterschied ist die Hinterlegung von Gesichtern, welches der Kamera ermöglicht, einzelne Personen zu erkennen und diese zu verfolgen. Wir hoffen, das Video konnte euch schon mal etwas weiterhelfen. Solltet ihr noch weitere Fragen zu den unterschiedlichen Auto-Tracking-Funktionen der unterschiedlichen Kameras haben, kontaktiert uns gerne, schreibt in die Kommentare oder hinterlasst einfach gerne ein Like, wenn euch das Video gefallen hat.